Bei Einbruch der Nacht findet ihr euch auf einer heißen, mit spitzen Felsen übersäten Bergflanke wieder. Ihr würdet so ziemlich jeden anderen Ort für ein Nachtlager bevorzugen, aber es ist zu dunkel, um noch weiterzugehen. Mitten in der Nacht wirst du von Boindil geweckt. Gelehrter, riechst du das nicht? Es sind Orks in der Nähe. Du atmest tief ein, aber außer dem allgegenwärtigen Schwefelgeruch dieser Gegend riechst du nichts. Dafür siehst du Bewegungen in den Schatten und bist sofort hellwach. Jo, Ochse. Mal wieder. So, wie immer. QWE ist okay. Du hast nur die Fähigkeiten. Du könntest den mächtigen Hieb gegen dein Elixier tauschen, weil du kriegst ja doch schon ab und zu mal eins auf die Nase. Ja, und bei allen anderen stimmt es alles soweit. Jetzt haben wir uns sicherlich auch bei Andokai ein paar Pluspunkte verdient. Ja, 95 ist sie jetzt. Girondo 25. Jo? Was gibt's? So, fangen wir mal in die Richtung an. Ja? Was denn? Ein gutes Training! Warum denn nicht? So, um die Fernkämpfer hier. Darfst du dich kümmern? Solche Kreatur! Der macht's nicht mehr lang! Der da, den töten wir. Und jetzt? Oink, oink, kleines Schweinchen. Erledigt. So. Ja, bitte? Balindis. Und weiter. Du hilfst bei Pavrakor. Trinkst dein Elixier. Verpasst denen da noch eine. Hm? Einverstanden. Oh, das hat Bavagor auch ein bisschen erwischt. Ja? Oh, Balinde, es sieht nicht so gut aus. Für die Ersten! Weiter! Ja, ja. Gleich erledigt. Ja. Ich persönlich. Guter Plan. Was denn? Ja. Komm her, du! Was gibt's? Wohl gekämpft und doch verloren. So, das sieht an der Seite ganz gut aus. Abscheuliche Kreatur. Wo ist der? Jetzt mal den Bogenschützen wegmachen. Da sind noch mehr Orks in den Nebel. Schwefelfeldern. Und weiter. Auf den Weg. Da war gerade Friendly Fire an. Ja? Balindis lassen wir mal etwas zurückfallen. Was gibt's? Die darf sich ruhig um den Orkbogenschützen kümmern. Ergibt Sinn. So. Locken wir mal wieder alle auf Boindal. Boindil. So, da müssen wir hier ein bisschen außen rumlatschen. Um die paar Orkschützen zu erwischen. So. Guter Plan. Ja. Die drei hauen den. Du haust den um. So. In die Richtung geht es jetzt nicht weiter. Also müssen wir in dem Schwefelfeld dann weiter gucken, wo wir noch Orks finden. Guter
Die Zeit konnten wir groß nutzen, um uns fast hochzuheilen. Hier ist übrigens eine schöne Zwergenstatue. Und jetzt? Das war die falsche Fähigkeit. Da sind auf jeden Fall noch mehr Orks. Okay. Oindin ist im Blutrausch. So, den da noch weg. Ja, bitte? Noch einmal ein Blutrausch. Was gibt's? Für Wrakas. Ergibt Sinn. Du bist doch nicht nah genug dran, so. Was geht? Da ist die nächste grunzende Horde. So. Solche Kreatur. Und weiter. Mavragor macht mal ein bisschen Platz. Und weiter. Und wir haben es geschafft. Nach dem Kampf hast du endlich Zeit, Luft zu holen. Du schaust der Reihe nach zu den anderen, ob es allen gut geht. Mavragor wirkt wie weggetreten und schwankt mit jedem Schritt, den er macht. Mavragor, alles in Ordnung? Quälend langsam wendet er dir den Kopf zu. Blut läuft aus seinem Mund an seinem Bart hinab. Ich habe einen Fehler gemacht. Alle Kraft weicht aus seinem Körper und er fällt vornüber. Aus seinem Rücken ragt ein Pfeil. Andokai, Mavragor wurde getroffen. Du eilst sofort zu ihm. Balindis neben dir nimmt seine Hand. Zu spät. Der Pfeil war vergiftet. Ich spüre es. Ich hatte eh nicht vor, ins Reich der Zweiten zurückzukehren. Aber eigentlich wollte ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen, um ruhmreich zu sterben. Du wirst nicht sterben, Mavragor. Andokai, kannst du nicht... Du drehst dich zur Maga um. Doch ein Blick in ihr Gesicht nimmt dir jede Hoffnung. Kaum merklich schüttelt sie den Kopf. Wir sind auf dem toten Land, nicht wahr? Lasst mich sterben. Dann kann ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen. Mein Trotz wird stärker sein als das Verlangen, Böses zu tun. Bevor du widersprechen kannst, legt Boindil dir eine Hand auf die Schulter. Du weißt selbst, wie stur wir sind, Gelehrter. Wir sollten ihm seinen Wunsch lassen. Wenn er sich auf uns stürzen will, dann erledige ich ihn selbst. Auch du hast davon gehört, dass getötete Zwerge auf Expeditionen ins Tote Land dem Blutrausch für einige Tage die Stirn bieten konnten. Doch du willst einen besseren Weg finden. Du willst... Mavragors Atmung wird immer flacher, bis sie schließlich komplett aussetzt. Während Balindis noch neben dir schluchzt, erhebt der Steinmetz sich plötzlich. Sein Gesicht ist blass und seine Augen wirken abwesend. Nichts passiert, von dem ich mich aufhalten lassen würde. Ich sagte doch, mein Trotz ist stärker. Keiner von euch weiß wirklich, was er sagen soll. Und schließlich treibt Mavragor euch dazu an, den Weg fortzusetzen. Du siehst dem Steinmetz seinen inneren Kampf an und weißt nicht, wie lange er ihm standhalten kann. Mit einem mulmigen Gefühl setzt ihr euren Weg fort. Jo. Wo ist Mavragor jetzt? Da unten. Hat er leider ein neues Skin, das nicht mehr sehr hübsch aussieht. Gold, was wir nicht mehr gebrauchen können, und Essen. Ja. Mavragor ist auf dem Totenland gestorben und zurückgekehrt. Er sagt, er kann den Hass kontrollieren. Ihr fühlt euch unwohl in seiner Nähe, doch er ist der einzige Steinmetz, den ihr habt. Und bisher hat er euch nicht angegriffen. Ja. Aus der Gruppe entfernt. Der Gruppe hinzugefügt. Das ist auch einer der krasseren Schläge in diesem Spiel, beziehungsweise in dieser Story. Dass wir jetzt einen eigentlich ziemlich sympathischen Charakter verloren haben und ihn als Untoten zurückgekriegt haben. Mavragor steht mit vollem Leben wieder auf, wenn er getötet wurde. Er kann also nicht mehr sterben. Mavragor atmet Gegner mit faurigem Atem an. Eine Wolke entsteht, die lebende
Gegner in ihr betäubt. Bavago greift den blinder Wut mehrerer Gegner vor sich an und macht viel Schaden. Klagelaut, das Gegner im Umkreis in Panik verfallen, sofern es keine Untoten sind. Ja, er hat böse Fähigkeiten, aber der Preis dafür, den finde ich echt krass. Und auch, dass er, wie das jetzt hier weitergeht. Zwar hat Bavragor beteuert, dass alles in Ordnung ist, aber seit er zurückgekommen ist, hält er sich abseits vom Rest der Gruppe. Während eurer Wanderung beschließt du, ihn anzusprechen. Geht es dir wirklich gut? Ich fühle nichts, Tungdil. Ich spüre meinen Körper nicht mehr und mein Kopf ist merkwürdig leer. Ich hasse Dinge, die ich vorher liebte und Dinge, die ich hasste. Er wirft einen Blick auf Boindil. Würde ich am liebsten in Stücke reißen und verschlingen. Du hattest keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Zum einen fühlst du einen unsagbaren Schmerz, deinen Gefährten in diesem Zustand zu sehen. Zum anderen hast du Angst, er könnte einen von euch anfallen. Und du hast es, vor Bavragor so Angst zu haben. Hey, Maga, sag deinem Handlanger, er soll auf mich aufpassen. Wenn ich Dinge tue, die ich nicht tun sollte, soll er mich aufhalten. Alle sind stehen geblieben und starren den Steinmetz an. Andokai löst sich als Erster aus der Erstarrung und nach einem Nicken folgt Jerun den Anweisungen und weicht von da an nicht mehr von Bavragors Seite. Ja. Und so betreten wir die Festung der Fünften. Endlich erreicht ihr den Ort, an dem die Feuerklinge Form annehmen wird. Die Festung der Fünften mit der heißesten Esse im geborgenen Land. Drachenbrodem. Hier hat das Böse zum ersten Mal das geborgene Land betreten. Eine Schande für die Zwerge, die von Vrakas die Aufgabe bekommen hatten, es zu beschützen. Seitdem hat sich das tote Land ausgebreitet. Albä und Orks sind eingedrungen und die Elfen wurden fast ausgerottet. Aber ihr habt beschlossen, dem Bösen keinen weiteren Meter zu schenken. Ihr werdet die Feuerklinge schmieden und Nord-On aufhalten. Oder ihr werdet bei dem Versuch sterben. Entschlossen betretet ihr die alte Festung. Ja, selbst dieser Ort hier sieht, auch wenn er in Trümmern liegt, wunderschön aus. Es hängt sogar noch ein Zwergenbanner da oben. Ha! Die Fünften wussten wirklich, wie man Festungen baut. Und wir sind vermutlich seit 1000 Zyklen die ersten Zwerge, die diese Hallen betreten. Nicht ganz die ersten. Kommt nur her, ihr Scheusale! Ich mag der Letzte sein, doch ich nehme sicher noch 4 Dutzend von euch mit in den Tod! Ganduga, haltet aus, mein König! Oh, das überrascht mich! Steckt doch etwas Mut in dem Gemmschleiferlein! Kommt, lasst uns Ganduga helfen! Ja, in diesem Kampf müssen wir Schimmerbart leider mitnehmen. Deswegen er auch. Das Stärke-Elixier kriegt. Nein, dich lassen wir da mal außen vor und nehmen dann stattdessen lieber Boindil mit. Ja. Und was ich gerade noch sagen wollte, jetzt haben wir auch mal gesehen. Ja, bitte? Bei Zwergen bedeutet ein Pflaum haben, dicke Koteletten zu haben. Ja? Ja. So, was mache ich mit dir? Oh, ob das gut geht. Ja, ich muss jetzt dringend Ganduga helfen. Ich hab's gewusst, für Frakas. Lass mich hier krepieren! Ja. Mein Freund
ist doch sicher. Na gut. Ich schaffe es nicht alleine. Ja, der ist aber groß. Ganduga steckt immer noch in Schwierigkeiten. Absolviert, Kreatur. Ich brauche Unterstützung. Schluss damit. Was geht? Was soll ich tun? Okay. Und jetzt? Der Schimmerbart. Ja, ja. Immer noch in der Bredouille. Wo ist der Nächste? Für Fracas. Ab solche Kreatur. Dafür kriegen wir aber Ganduga wenigstens in Sicherheit. Ja, bitte? So. Oink, oink, kleine Schweinchen. Das ist ein Ende. Ein gutes Training. Das geborgene Land ist los damit. So. Wohl gekämpft und doch verloren. Kreatur. Sofort. Ganduga ist sicher. Einverstanden. Für Fracas. Erledigt. Angriff. Wir haben es geschafft. Mein König, ihr lebt! Tungdil, ich hätte nicht gedacht, dass ich so froh sein würde, dich wiederzusehen. Euch scheint es besser ergangen zu sein als uns. Ja, wir haben den König der vierten war es jetzt. Ich glaube, der König der vierten, ja. Gerettet. Was ist mit. Und fragen mal, was mit seiner Gruppe passiert ist. Was ist euch widerfahren? Wo sind die anderen? Tod. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Deine Gelehrtenzunge verweigert ihren Dienst. Du denkst daran, dass du es warst, der diese Leute ins Verderben schickte. In Gandogas Miene siehst du keinen Vorwurf, nur Trauer und Entschlossenheit. Jetzt, wo ihr hier seid, habe ich die Hoffnung, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen sein wird. Wir haben es auch nur mit knapper Not hierher geschafft. In knappen Worten berichtest du, was euch alles auf eurem Weg ins Reich der Fünften widerfahren ist. Ganduga hört schweigend zu und nickt ab und zu. Ihr habt euch wacker geschlagen. Du scheinst ein besserer Anführer zu sein, als ich erwartet hatte, Tungdil Goldhand. Ich weiß nicht. Die halbe Zeit habe ich geraten, was wir als Nächstes tun sollen. Es ist unser Los, unbekannte Wege zu gehen. Anführer machen einen Schritt nach dem anderen. Sie bleiben niemals stehen. Und wenn du zurückblickst und dich fragst, was wäre wenn, wirst du nie wieder den Mut für einen weiteren Schritt aufbringen. Ja, jeder Schritt hat Konsequenzen und mit denen müssen wir nun mal leben. Moralische Gelehrtheiten von Ganduga dem Zweiten. Ja, wir sollten zusammenarbeiten. Wir müssen zur Schmelze gelangen. Vergessen wir unseren Wettstreit und arbeiten wir zusammen. Ganz deiner Meinung. Wir haben die Ausbreitung des Toten Landes gesehen und die Scheusale Tions wollten uns von diesem Ort fernhalten. Vielleicht ist an deiner Geschichte mit der Feuerklinge etwas dran. Du straffst deine Schultern und stärkst den Griff um deine Waffe. Finden wir es heraus. Nicht so schnell, Unterirdische! Du willst uns aufhalten, kleiner Mann? Wir haben uns auch von größeren Armeen nicht aufhalten lassen. Ein böses Grinsen huscht über das Antlitz des Famulus. Oh, ich weiß! Aber wie wäre es hiermit? Ja, der baut sich ein Golem zusammen. Herausforderung. Ihr lasst alle die Finger von dem, verstanden? Von mir aus. Wir nehmen wir diesmal in die Gruppe. Ja, den König haben wir noch nicht. Den können wir noch nicht auswählen. Also Schimmerbärtchen raus. Du rein. Du Wolfskopf. Kampf starten, würde ich sagen. Ja. Jo. Also los. Auf den Weg.